So. Alter, der danzt. Hier. Ah. Schön mal mitdancen. Ne? So. Ein Häschen. Hallo Häschen. Und noch ein Häschen. Ich mag Häschen. Ach, da hinten. Kann ich auch so umsischen? Ja. Ich setz mich. Ja, sowas ist doch geil, oder? Tanz, Baby, tanz. Na, schick. Dankeschön. Ah, spür das mal. Alle guten Dinge sind drei. Ne, anscheinend nicht. Ach, machen wir nochmal. Ach, ja. Glücksspiel ist gefährlich. Macht das nicht nachher. Nicht im realen Leben. Keine Ahnung. So. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber... 14, ja. Der Händler gewinnt. Ach komm noch mal. Yay. Komm noch mal her. Alter, hätte ich mal auf 10.000 gewettet, ne? So. Das war's, das reicht.
So, und weiter geht's. So. Ist ja auch noch so ein Automat. Nix, ne? Ah, wie immer, die Automaten sind nur dafür da, dass man... Okay. Dass man halt... verliert, ne? Ich danke. Ja, ich habe jetzt nur noch 57.000 Augen. Leute, ich habe 57.000, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, der Laden läuft einfach, ja. Er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Also, ganz ehrlich, Leute. Wenn ihr bei diesem Spiel richtig Asche machen wollt, dann müsst ihr euch hier 3 oder 4 von diesen Automaten anschaffen. Das ist beim Anfang echt hart, deshalb fangt ihr einfach an mit Billigsachen, ja. Aber das erste, was ihr euch ansparen müsst, sind $1.400 für diese Automaten. Und mit einem habt ihr schon pro Gast, der dann vorbeikommt, schon $120 eingenommen, ja. So, dann spart ihr diesen Scheiß auch nochmal und dann habt ihr 1.400, den zweiten. Und dann geht das eigentlich schon das Laufen los, ne? Also dann ist schon krass. Ich habe hier nur 3 Stück. Ich habe nur 3 Stück, ja. Die haben echt mir, hier, Pada gemacht, ja. Also Wahnsinn. Besser geht's nicht, ja. Was fehlt ihm jetzt hier? Eine Maus? Oh. Ja, da fehlt mir jetzt halt eine Maus. So. Also, echt. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr Stück für Stück hier das und das bauen. Also, ich habe am Anfang, habe ich hier, wer es verfolgt hat, habe ich hier am Anfang quasi kurz mal zur Zusammenfassung einen einfachen billigen Tisch gehabt mit Billigsachen, Stuhl und so weiter. Habe mir alles auf Secondhand geholt, was ging, ja. Habe dann noch eine Konsole dahingestellt. Fertig. Mehr brauchte ich nicht. Den Rest habe ich drauf gespart, dass ich 2 von diesen Dingern hier kriege. Und danach floss das Geld nur noch so. Wenn ihr natürlich die Skills für die hier und über X, ne, kommt ihr ins Café und dann habt ihr hier die Möglichkeiten. Das müsst ihr aufskillen hier. Dann ist das alles überhaupt kein Thema mehr. Also, das ist so geil. Dann fließt das Geld nur noch. So, und jetzt läuft der Plan und rennt, ne. Brauche ich nichts mehr tun. Ich habe hier so ein Dingens auch noch. Ja, der nimmt auch immer Geld ein. Gehen wir nochmal zur Frau. Also ihr dürft nicht den Fehler machen, von Anfang an immer nur Rechner hinzubauen und Konsolentische, sondern baut euch diese Automaten dahin, ja. Die bringen so viel Padda ein. Padda, Mäuse, wie ihr wollt. Irgendwann seid ihr so wie ich, dann könnt ihr euch nicht mehr retten vor Kohle. Ist immer noch schwanger. Ich denke, das war es dann auch erstmal hier. Wir haben alles gemacht. Ich weiß nicht mehr, wo ich mein Geld rausballern soll. Bin demnächst Millionär. Von daher, ja. Keine Ahnung. Gucken wir jetzt noch was. Gucken, ob wir rauskriegen, was der Penner von uns wollte.
Wenn wir ihn finden. Hey, da ist er doch. Naja, sagt uns nichts mehr. Auch da ist er doch. Der will uns das sagen. Was denn? Hallo Kumpel, ich arbeite an einem High-End-Gerät. Es wird großartig sein, wenn es fertig ist. Könnten Sie den USB-Stick für mich, dem Manager der Firma Tesla, übergeben? Er trägt einen weißen Smoking. Natürlich mache ich das auch. Alles kein Thema. Weißes Smoking, Alter. Weißen Smoking? Der haut mich. Hat er mich bei einer K.O. gehauen, Alter. Was will der von mir? Was darf ich jetzt die ganze Zeit gehen nach einer durch die Gegend? Hi. Weißen Smoking. Bitte sehr, bitte sehr. Nopala. Scheiße, laufe ich die ganze Zeit durch die Gegend und suche einen mit einem Smoking. Smoking, Alter. Ich habe hier noch nie einen gesehen mit weißem Smoking. Leute, Leute. Ich weiß es auch nicht. Tja, das wird ja die Suche im im Heuhof, ne? Oh, Entschuldigung. Der riecht ein Smoking, aber jetzt kein Weißen. Ne?
Ja, Haus, Second-Hand-Job. Verein. Der Club nicht mehr fahren. Ja, vielleicht muss ich dafür im Club. Kann ja auch sein. Mal rein, ich muss mal jemanden suchen, Alter. Und alles nur schwarzes Smoking-Träger, Jungs. Nee, hier war er nicht, ja. Nee, ist nix, ja. Keine Ahnung. Ich sehe hier keinen, der mit weißen Smoking durch die Gegend rennt, ja. Schauen wir mal, ob wir Rechnung zahlen müssen. Ja, eine Rechnung. Für eine Guard. Haben wir gemacht. Was mag ich nicht so der hier? Der hat mir K.O. gehauen. Tja. Leute. Ich würde sagen, das ist echt die Nadel im Heuhaufen, ne? Oh, da. Da haben wir Elon Musk. So, guck mal. Dann gehen wir wieder zur Frau rüber und dann machen wir Feierabend. Wird wahrscheinlich auch wieder eine kurze Folge. Aber macht nichts. Ziel erreicht. Alles erreicht. Wie gesagt. Vielleicht kommt beim nächsten Mal was anderes, Leute. Oh, ich bin gleich ohnmächtig, glaube ich. Aber mein Laden rennt, da brauche ich nichts zu tun. Jetzt mache ich den nächsten auf. Herausforderungen. Merkt man so was. Mein Kühlschrank voll machen. Kühlschrank ist voll, wir haben Blach haben wir auch hier. Guck mal. Tür zu machen, damit sich wegrennt. Ja. Würde ich sagen. Wir sehen uns. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Bei der neuen Herausforderung.